بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ich bezeuge la ilaha illallah und ich bezeuge Muhammadan Rasulullah. Salawatu Rabbi wassalamu alayhi. Ramadan, Tag 2. Wir haben erwähnt, dass dieser Monat nicht dazu dient, sich das Zuhause zu schmücken, sein Social Media zu schmücken, viele Stories zu machen, wie man zusammen Iftar sitzt und isst und lacht oder Tarawih betet oder den Koran liest. Ist alles schön, genießt das. Aber dieser Ramadan hat einen Sinn. Allah lässt nichts für seine Diener ohne einen Sinn darin. Was sagt Allah im Koran? Ya ayyuhalladhina amanu. O diejenigen, die glaubt. Hier, das Herz eines Mu'min schlägt direkt Allah. Mein Herr hat mich gerufen. Ja Allah, was möchtest du von mir? Kutiba alaykumus siyam. Vorgeschrieben ist euch das Fasten. Tayyib ya Allah, ist kein Problem. Kama kutiba alalladhina min qablikum. So wie es denjenigen vorgeschrieben war vor euch. Ich mache es. Aber warum? La'allakum tattaqun. Auf dass ihr gottesfürchtig sein werdet. Und auch wenn wir es mal gehört haben, und auch wenn wir es wissen, es ist immer wieder schön für das Herz, zu verstehen, warum Allah möchte, dass wir in diesem Monat Ramadan fasten. Und für die jüngere Generation, es geht nicht darum, sich zu fühlen, wie es ist, arm zu sein. Es geht nicht darum, in dem Sinne dankbar zu sein, dass man Essen und Trinken hat. Es geht darum, der Sinn von Ramadan ist, dass man gottesfürchtiger wird. Wie funktioniert das mit einem hungrigen Magen? Die meisten Menschen funktionieren so, dass sie ohne Essen schwach werden, aggressiv werden, genervt sind. Allah möchte hiermit zeigen, schau mein Diener, 13, 14, 15 Stunden isst du nichts und trinkst du nichts, was dir jeden Tag erlaubt ist. Du verzichtest auf Wasser, du verzichtest auf Brot, du verzichtest auf deine Ehefrau, für mich als Diener. Wenn Ramadan vorbei ist, mein Diener, kannst du erst recht ohne Alkohol. Warum? Weil du konntest doch ohne Wasser. Wenn Ramadan vorbei ist, kannst du erst recht ohne Haram. Warum? Du hast auf Brot verzichtet, mein Diener. Wenn Ramadan vorbei ist, kannst du erst recht ohne Zina. Wie? Du hast auf deine Ehefrau verzichtet. Es gibt Muslime, sie beenden ihren Kontakt zu ihren Beziehungen, zu ihren Partnern im Monat Ramadan, weil sie wissen, das ist nicht richtig. Nach Ramadan kannst du das doch erst recht. Deswegen, liebe Geschwister, es existiert die Aussage, dass man sagt, wenn eine Person sagt, in Ramadan mache ich das und das nicht als Sünde, aber nach Ramadan mache ich weiter in dieser Sünde. Ich werde meinen Freund, ich werde meine Freundin verlassen im Ramadan, aber nach Ramadan kehre ich zu ihm zurück. Die Antwort darauf ist, dein Ramadan wird nicht angenommen. Weil du etwas, eine Person, ein Geschöpf über Allah gestellt hast. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir jetzt den Sinn verstanden haben, dass Allah uns beibringen möchte, mein Diener, du kannst ohne Halal, dann kannst du erst recht ohne Haram, dann werden wir verstehen, was Gottesfurcht ist. Dann wird der Iman steigen. Dann wird die Liebe zu Allah steigen und die Ibadah, der Gottesdienst, wird einfacher. Weil es ein Fakt ist. 16 Stunden verzichte ich auf Wasser für einen Schöpfer, den ich noch nie gesehen habe. Dann kann ich doch erst recht ohne Zigaretten. Dann kann ich doch erst recht ohne Alkohol. Dann kann ich doch erst recht ohne das, was Allah sowieso verboten hat. Denn im Monat Ramadan hat er mir das Erlaubte verboten. Und ich habe mich daran gehalten. Insha'Allah, dann kann ich doch erst recht mich fernhalten von dem, was Allah hasst und verboten hat. Auf dass wir gut werden, auf dass wir besser werden, auf dass wir das Schlechte meiden und den Hass in unseren Herzen herabgesandt bekommen gegenüber dieser Sünde und die Liebe in unseren Herzen gegenüber das Gute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.